Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Lenis Rias Bücherwelt. Heute habe ich wieder eine neue Videorezension für euch und ich habe das erste Mal bei einer Instagram-Aktion mitgemacht und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich war gestern dran. Ich schreibe euch auch nochmal, wo ihr mich bei Instagram findet. Und zwar geht es um den Auftakt der neuen Reihe von Katrin Bongard, Playing. Das ist wohl eine mehrteilige Reihe und es geht um eine Liebesgeschichte innerhalb einer Band. Und hier geht es um Kate. Sie hat sich gerade von ihrem Freund getrennt, hat auch noch so ein bisschen Liebeskummer und muss sich jetzt auf die Schnelle eine neue Wohnung suchen. Ihre Freundin ist gerade mit einem Boyband-Mitglied zusammen und möchte sie dort in die WG einschleusen, mehr oder weniger. Und ja, Kate ist erst nicht so begeistert, aber sie lernt dann die Band auch kennen und das sind ganz nette Typen. Und ja, sie nimmt dann das an, weil die Wohnung ist auch der absolute Hammer. Und sie muss dafür aber einen Vertrag unterschreiben. Sie darf keinem der Bandmitglieder näher kommen, also körperlich näher, mit ihm anbandeln etc. Und es gab noch einige Punkte mehr, also ich fand das echt schon ziemlich hart, auch für die Band selbst jetzt, dass die, gerade wo die jetzt am Anfang der Karriere stehen, solche Verträge haben. Aber ich glaube schon, dass es das wirklich auch gibt. Und was mir hier an dieser Liebesgeschichte so fasziniert und gefallen hat, ist einfach erstens, Katrin Bongard schreibt total realistisch, finde ich. Es ist ein Liebesroman, aber es könnten wirklich die Nachbarn, die Jungs aus der Nachbarschaft sein. Und der Bandleader heißt Ansgar, das fand ich auch sehr mutig von der Autorin. Aber für mich hat es das nur realistischer gemacht, denn dann könnte es auch wirklich einer aus meiner Klasse sein. Denn ich hatte einen Ansgar zu meiner Zeit in der Klasse. Also ich bin jetzt 41. Ja, in den 70ern war das durchaus ein gängiger Name. Und ja, das fand ich sehr erfrischend. Und es war auch nicht so aufgesetzt, so wie bei manchen Boyband-Geschichten. Unbedingt jede Nacht eine Tuse im Bandbus oder was weiß ich, sondern es war alles sehr realistisch, fand ich zumindest. Mir hat der Schreibstil auch sehr gut gefallen. Es ist ehrlich gesagt mein erstes Buch von Katrin Bongard gewesen. Ich möchte die Reihe aber auf jeden Fall weiterlesen. Ja, im Verlauf der Geschichte kommt es natürlich zu einigen Komplikationen, kann man sich denken. Dieses Buch beinhaltet auch einige Themen wie Musik, Kunst. Ist beides nicht so mein Steckenpferd, aber ich konnte mich trotzdem wohlfühlen in der Geschichte und ja, hat mir einfach Spaß gemacht zu lesen. Dann gab es natürlich diese Knebelverträge, um die es dann auch noch geht. Und ja, um das Bandleben insgesamt. Und ja, alles in allem kann ich wirklich nur sagen, ansprechender Auftakt für mich. Ich möchte die Reihe jetzt auch weiterlesen. Ich muss zum Cover sagen, aber das ist reine Geschmackssache, Orange ist einfach nicht mein Ding. Aber sonst von der Gestaltung finde ich es eigentlich ganz cool. Und ja, ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen. Von mir hat das Ganze 4 Sterne bekommen. Ich freue mich jetzt auf den zweiten Teil, denn das Ende ist ein klein wenig offen. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Und ja, wollte euch das mal eben zeigen. Meinen Instagram-Kanal schreibe ich euch dann auch noch in die Infobox. Und ja, ich bedanke mich auch beim Redbug Books Verlag für die Bereitstellung dieses Exemplares für diese Blogger-Aktion. Und ja, bei euch bedanke ich mich fürs Zusehen. Mich würde mal interessieren, habt ihr schon was von Katrin Bongard gelesen? Interessiert euch diese Reihe? Alles mal her in den Kommentaren. Und wenn ihr mich gerade neu entdeckt habt, würde ich mich wirklich sehr über ein Abo von euch freuen. Und ja,
Das war es schon von mir zu dieser Rezension. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, tschüss!